Jungs, Alter. Was gerade auf YouTube abgeht, ist einfach so unglaublich krass. Wir haben jetzt einfach schon die 130.000 Abonnenten erreicht. Vor einer Woche hatten wir gerade mal 100.000. Einfach nur echt vielen Dank für den super krassen Support. Mir fehlen echt die Worte, Mann. Und wir mich, Captain Carly Columbus, Herrscher der Zitronen und Topmodel bei Victoria's Secret. Yeah. Wie ihr mich kennt, verstopfe ich nicht nur gerne mit Eierschalen den Abfluss, sondern bin auch ein leidenschaftlicher Koch und Ehemann. Und da ich erst vor kurzem mit der Elefantenjagd aufgehört habe und dadurch gezwungen wurde, einen Supermarkt zu besuchen, ist mir eine Sache aufgefallen. Und jetzt mal ohne Scheiß. In egal welchem Supermarkt, sei es Ilda, Ever, Eldil oder selbst AKD, wirklich in jedem Supermarkt stinkt der Schinken nach Scheiße. Also ich bin ja echt ein riesengroßer Schinken-Fan. Und sorry an alle Schinken, die das Video gerade sehen, aber ohne Scheiß, wenn man diese Plastikverpackung von einem Schinken aufmacht, riecht es so, als würde irgendwie einer einem ins Gesicht furzen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wahrscheinlich räuchert ihr den Schinken irgendwie auf dem Bahnhofsklo. Wahrscheinlich ist der Mitarbeiter des Monats derjenige, der wirklich den ekelhaftesten und fettigsten Eierfurz auf die Schinken ablässt. Wenn die Fabriken neue Mitarbeiter suchen, gehen die wahrscheinlich in irgendeine richtig ranzige Autobahnraststätte und derjenige mit dem fettesten Maurerdekolleté, also das ist, wenn der Arsch so hinten aus der Hose rausguckt. Oh. Was ist hier los, Mann? Scheiße! Was? GG. Also derjenige mit dem fettesten Arsch, mit dem größten Arschloch, bekommt dann wahrscheinlich instant eine Festanstellung als professioneller Schinkenverstinker oder als Leiter für Geruchswissenschaft. Und für alle, die jetzt sagen, eben Karl, aber Schinken stinkt doch gar nicht so krass nach Scheiße. Dann habt ihr noch nie an einer frisch geöffneten Packung Schinken gerochen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht mal zum Kühlschrank und riecht an der Scheibe Schinken. Das stinkt nach Furz. Nach einem ganz schlimmen Stinky-Furz. Nach so einem Bahnfurz. Nach einem Fahrstuhlfurz. Okay, es kann auch sein, dass es nur bei uns so ist. Und bei euch der Schinken nach Schinken riecht. Aber bei uns riecht er nach Scheiße. Aber man muss auch bedenken, der stinkende Schinken schafft auch Arbeitsplätze. Schinken an Furz ist ein sehr ehrenwerter Beruf. Irgendeiner muss sich ja um die Leute mit einem stinkenden Arschloch kümmern. Die brauchen auch Jobs, ja? Und gut, dafür stinkt dann unser Schinken. Aber wisst ihr, was nicht stinkt? Die Menschlichkeit. Ich glaube, wir haben heute alle sehr viel gelernt. Wie vielen sicherlich schon aufgefallen ist, das Steinschwert jetzt diese Schere. Den Download-Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Also ja. Schnipp, schnapp, den Penis ab, yeah.